Vögel Mitteleuropas, eine Auswahl mit ihren Stimmen und auch als Quiz nutzbar. Teil 1b, Hausgarten Kulturfolger von Dr. Hans-Jürgen Alexi. Zum Prolog. Auch unsere Vögel sind ein Stück Heimat für Deutschland und Mitteleuropa. Sie geben uns Freude und sind uns Auftrag, denn je mehr man kennt, desto mehr sieht man auch. Und je mehr man sieht, desto mehr liebt man auch. Je mehr man liebt, desto mehr schützt man. Man kann die Vögel Mitteleuropas in ihren Bildern und Stimmen auch einfach so genießen. Man kann den Vortrag aber auch als Quiz benutzen, zum Testen und zur Erweiterung des eigenen Wissens. Zunächst werden immer die Vogelbilder gezeigt und nach 2 Sekunden ertönt automatisch, ohne weiteres Anklicken, ihre Stimme, ihr Ruf oder Gesang. Dann kann eine kurze Zeit des Nachdenkens oder Rätselratens folgen und nach weiteren 3 bis 5 Sekunden erfolgt wieder ohne erneutes Anklicken der Name des Vogels in Einblendung und kurz angesprochen. Viel Spaß dabei für die Jüngeren, aber auch für die Älteren, Dr. Hans-Jürgen Alexi. Ich habe den gesamten Vortrag gegliedert in verschiedene Abschnitte, damit er etwas übersichtlicher wird, und zwar in die Teile Hausgarten Kulturfolger mit 2 Abschnitten sowie Feld, Wald und Wiese mit 2 Teilen und dann die Wasservögel an Küste und See und unsere Greifvögel und Eulen. Innerhalb der Abschnitte sind die Vogelarten alphabetisch gegliedert, bis auf Ausnahmen von zusammengehörigen Arten. Das Inhaltsverzeichnis soll dienen der Dokumentation und dem Nachlesen oder Nachschlagen. Die Vogelarten sind weitgehend alphabetisch gegliedert. Der erste Abschnitt Hausgarten Kulturfolger ist in 2 Teile geteilt und beginnt bei Amsel und Bergfink und endet bei Kleiber und Mauersegler. Der zweite Abschnitt beginnt bei den Meisen und endet bei den Zeisigen und dem Zilpzalp. Unsere Blaumeise ist die kleinere der beiden häufigen Meisen und weicht dem Druck der größeren Kohlmeise dadurch aus, dass sie an den äußersten Spitzen der Zweige herumturnt und dort besonders eifrig nach kleinen Insekten sucht. Auch eine tolle Momentaufnahme. Jetzt fehlt nur noch die Frage, wo ist jetzt wieder der Föhn? Ein gefährlicher Übergang vom Nestling zum Ästling. Der Übergang aus dem geschützten, sicheren Nest oder der Höhle in das freie Vogelleben. Jeder kennt sie, die größere und robustere und auch häufigere unserer Meisen. Mit ihrem Läuten leitet sie den Frühling ein. Kohlmeisen sind erfolgreich, weil sie viele Lebensräume besiedeln und ein breites Nahrungsspektrum haben. Sie haben allerdings auch viele Feinde und gleichen das durch verschieden große Bruten und 2 Jahresbruten aus. Die Mönchsgrasmücke ist unsere häufigste Grasmücke. Und das Männchen trägt eben die schwarze Mönchskappe, das Weibchen eine rotbraune Kopfkappe. Im Frühjahr und auch im Sommer hört man aus dem dichten Gebüsch heraus ihr schönes, langanhaltendes und lautes, variationsreiches Lied. Bei den Mönchsgrasmücken bietet das Männchen dem Weibchen mehrere sogenannte Spielnester an. Das Weibchen wählt eines davon aus und stellt es dann fertig. Der Neuntöter oder Rotrückenwürger ist der legendäre Vogel, der seine Beute an Dornen und Haken aufspießt. Das sind Insekten oder Kleinsäuger wie Eidechsen oder Mäuse. Damit hat er eine Reserve für kalte oder regnerische Tage.
Hier das etwas schwächer gefärbte Weibchen des neuen Töters, aber auch mit dem charakteristischen Hakenschnabel. Beide halten Ausschau von erhöhten Sitzwarten nach Beutetieren. Das pummelige Rotkehlchen ist nicht nur von der Gestalt her ein Sympathieträger, sondern auch durch seinen schönen Gesang. Bei den Rotkehlchen ist die Stärke der Färbung und auch die Form individuell verschieden. Es gibt auch keinen Geschlechtsdimorphismus. Bei Jungvögeln besteht noch kein Rot im Gefieder. Der klare, perlende Gesang der Rotkehlchen ertönt an- und abschwellend, halbhoch aus den Gebüschen fast das ganze Jahr über und auch noch in den Beginn der Nachtstunden hinein. Unser Gartenrotschwanz ist von dem ähnlichen Hausrotschwanz durch verschiedene Merkmale zu unterscheiden, besonders leicht durch die leuchtend weiße Stirn. Hier wieder der beschriebene Geschlechtsdimorphismus in der Gefiederfärbung bei einem Gartenrotschwanzpärchen. Beide Rotschwanzarten sitzen auf erhöhten Warten, knicksen ständig und der Schwanz zittert häufig. Die Mehlschwalben sind von den Rauchschwalben zu unterscheiden durch die kürzeren Schwanzspitzen und die fast reine schwarz-weiße Kopfzeichnung. Auch sie sind Kulturfolger, aber nicht ganz so vertraut mit den Menschen wie die Rauchschwalben. Beide Schwalbenarten bilden halboffene Napfnester aus feuchtem Lehm, den sie mit Speichel durchmischen. Die Nester der Mehlschwalbe sind viel glatter und ordentlicher als die der Rauchschwalben. Die Rauchschwalbe Hirundo rustica ist unverwechselbar durch ihre schöne Färbung und durch die langen, gegabelten Schwanzspitzen. Sie ist eine der häufigsten Singvogelarten weltweit. Sie fliegt schnell und elegant auf der Jagd nach Insekten und tiefer als die Mehlschwalbe. Sie ist ein klassischer Kulturfolger und brütet häufig im Inneren der Häuser, Ställe und Hütten. Daher hat sie auch den Namen Rauchschwalbe, weil sie schon seit alters her durch die Rauchabzugsöffnungen der Hütten und Häuser eingeflogen ist. Die Nester unserer beiden häufigsten Schwalbenarten sind stabil und fest gearbeitet. Sie sind aufgebaut aus Lehm und mit Speichel verkittet und dann weit oben an den Wänden der Häuser angebracht. Die Nester der Rauchschwalbe sind noch etwas gröber gearbeitet mit den erkennbaren Lehmklümpchen. Die Nester der Mehlschwalbe sind feiner gearbeitet und geglättet. Hier ein schönes Porträt einer Rauchschwalbe im Naturschutzgebiet. Rauchschwalben zeigen wenig Scheu vor den Menschen. Im Grundsatz besteht bei Rauchschwalben eine dauerhafte oder lebenslange Paarbildung, die allerdings nicht völlig monogam ist. Im Frühjahr kommt es immer wieder zu Balzspielen und prüfendem Balzverhalten. Die Nahrung, die auch hier verfüttert wird, besteht aus Insekten. Diese werden von den Rauchschwalben im schnellen Flug gefangen. Rauchschwalben sind unglaublich geschickte, wendige und auch ausdauernde Flieger. Sie trinken sogar im Flug von der Wasseroberfläche. Unsere Singdrossel ist eine mittelgroße Drossel, die etwas scheuer ist als die Amsel und im Frühjahr durch ihr lautes und an Variationen reiches Lied auffällt.
Die schön gefärbten Wacholderdrosseln fallen auf durch ihren merkwürdigen, tschackernden, klappernden Gesang. Wacholderdrosseln stammen aus der Taiga oder aus nordischen Mooren. Sie breiten sich jetzt bei uns langsam aus. Sie sind gesellige Vögel und leben in kleinen Kolonien. Unser Star, Turnus vulgaris, ist ein gesellig lebender und häufiger weit verbreiteter Singvogel. Im Herbst findet er sich in riesigen Schwärmen zusammen. Im Frühjahr und Sommer entwickelt er dieses schöne Prachtkleid, metallisch glänzend, indem wir ihn hier sehen. In der übrigen Zeit des Jahres ein Schlichtkleid, dass man beinahe denken könnte, es sei ein ganz anderer Vogel. Interessant ist auch die Vielzahl seiner Stimmäußerungen. Er trägt auf hohen Singwarten lange schwätzende Gesänge vor, in die er auch Elemente anderer Vogelarten oder sogar technische Geräusche einflicht, zuletzt sogar die Klingeltöne von Handys. Das ist das Reisekleid des Stars im Herbst und Winter, das sogenannte Stichtkleid, das aber mit diesen cremeweißen Federspitzen immer noch prachtvoll anzusehen ist. Es ist immer wieder faszinierend mit anzusehen, wie im Herbst riesige Starenschwärme ganze Wolken bilden und plötzliche Richtungsänderungen vornehmen. Der Sinn scheint zu sein, dass hierdurch die Angriffe von Greifvögeln erschwert werden. Wie sie das machen, ist kaum nachzuvollziehen. Anscheinend orientiert sich jeder Star an seinen nächsten 6 oder 8 Nachbarn und macht jede Richtungsänderung sofort mit. Auch dieser Vogel ruft seinen Namen. Unser prachtvoll gefärbter Stieglitz hat einen Flugruf, aus dem man das Stieglitt, Stieglitt heraushören kann. Auch er gehört zu den Finkenvögeln. Hier beweist unser Stieglitz seinen zweiten Namen, Distelfink. Sobald die Distelsamen reifen, sitzt er auf den Disteln und zupft mit seinem spitzen Schnabel die Samen heraus. Der Haussperling, Passer domesticus, also unser Spatz, hat sich vor über 10.000 Jahren dem Menschen angeschlossen als Kulturfolger. Er findet bei uns Brutplätze, Schutz vor Feinden und leichter die Nahrung. Welche Wohltat, das Pudern und Baden im trockenen Sand in der Gemeinschaft. Das Ehepaar, morgens im Bad, noch vor dem Föhnen. Die Ringeltaube, Columba columbus, ist die größte Taube Europas und weit verbreitet. Seit etwa 200 Jahren hat sie sich dem Menschen angeschlossen und folgt ihm bis in die Zentren der Städte. Im Frühjahr grenzt sie ihre Reviere ab durch die auffälligen Territorialflüge und durch ihr nervtötendes, monotones Rufen. Bei Ringeltauben, wie bei anderen Taubenarten auch, werden die Jungen in der frühen Phase mit Kropfmilch gefüttert. Das heißt, die pflanzliche Nahrung wird bei den Altvögeln in ihrem Kropf durch Speichel vorverdaut und aufgequollen, sodass die Jungen dann auf diese Weise an die begehrte Nahrung gelangen. Die Türkentaube ist im Verhalten ähnlich wie die Ringeltaube, ist kleiner und hübsch gezeichnet. Sie ist sehr erfolgreich. Sie hat sich in den letzten 80 Jahren vom Balkan her kommend über ganz Europa bis Skandinavien ausgebreitet. Bei den Türkentauben sind die Geschlechter im Gefieder nicht zu unterscheiden, wohl aber im Verhalten. Beim Nestbau bringt er die Zweige hoch zum Nest,
die sie dann zu einem flachen Taubennest verbaut. Das ist der König der Hecken und Zäune, der kleine freche Kerl mit der lauten Stimme und dem hochgestellten Schwänzchen. Die Nester der Zaunkönige liegen ziemlich tief und sind daher mehr gefährdet. Sie sind aber gut versteckt und schöne Kugelnester, die innen weich ausgepolstert sind. Der Erlenzeisig ist der häufigste Vertreter aus der Gattung der Zeisige. Daneben gibt es noch den Birkenzeisig, der ganz anders gefärbt ist. Beide gehören zur Familie der Finkenvögel. Auffällig sind die Zeisige bei uns besonders im Winter, wenn sie in großen Schwärmen aus dem Norden zu uns kommen und durch ständigen Stimmfiedungslaut miteinander Kontakt halten. Ein lautes Gezwitscher im gesamten Baum. Auch er ruft seinen Namen, sogar überdeutlich, der Zilp-Zalp- oder Weidenlaubsänger. In manchen Regionen spricht er Dialekt und ruft Zalp-Zilp, Zalp-Zilp. Er ist ein Laubsänger und vom Fitis praktisch nicht zu unterscheiden im Gefieder, nur durch seinen Gesang. Typisch für ihn ist auch der dunkle Augenstreif und der helle Überaugenstreif. Er huscht flink in mittlerer Höhe durch das Gebüsch und taucht bei uns bereits im zeitigen Frühjahr auf. Zum Schluss Hinweise auf die Herkunft der Bilder, der Audiodateien und der Videos. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Freude an den Bildern hatten und einen Gewinn von den Texten. Vielleicht konnten Sie Ihr Wissen über die Vögel Mitteleuropas etwas vertiefen. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Ich verweise auf die übrigen 5 Teile.